Ja, bei St. Kilian haben wir eine Verschlussbrennerei, was es damit auf sich hat. Wir haben in diesem Bereich Gärung, Washbacks, ein Biersteuerlager. Bis hierher produzieren wir ein Bier, amtlich festgestellt. Und danach destillieren wir dieses Bier ab. In der ersten Rohbrandblase, in der Washpot Still. Alles, was mit Bier zu tun hat, wo wir bei 8 Volumenprozent sind, das ist zollrechtlich, was den Brandwein, wie man früher genannt hat, den Alkohol angeht, noch nicht relevant. Aber sobald wir anfangen zu destillieren, haben wir eben alkoholhaltige Dämpfe, wir haben eine Aufkonzentrierung und ab da wird es eben relevant. Ab der Schulter, jedes Schauglas verblombt, auch den Ring oben haben wir verblombt, dass wir ihn nicht einfach öffnen können und nicht Dämpfe abführen können in die Umgebung. Und dann im Bereich vom Leinarm, den man hier oben sieht, gehen wir über in den Verschlussraum. Der Verschlussraum ist ein verschlossener Raum, bei uns in unserem Fall eben ein Glas-Sarkophag, wenn man so will, in den wir nicht einfach reingehen können. Der ist hermetisch abgeschlossen, er ist so klein abgeriegelt, dass nicht mehr wie ein kleiner Finger durchpasst durch die Öffnung. Und er kann nur betreten werden, wenn man den Zollbeamten zur Hand hat. Im Havariefall gibt es eine Möglichkeit, dass wir reinkommen, indem wir hier einen eigenen Schlüssel da haben. Aber wir müssen dazu immer eine Plombe beschädigen, eine Plombe aufmachen. Und diese amtliche versiegelte Plombe, die wäre dann der Hinweis, dass wir unrechtmäßig in den Verschlussraum eingetreten sind. Das heißt, wenn eine Havarie ist, auch dann müssen wir zumindest telefonisch abklären mit dem Zoll, dass wir rein müssen. Und später wird ein Zollbeamter kommen, um das zu überprüfen, was hier genau vor sich geht. Also sehr restriktiv die ganze Geschichte. Und wir haben uns natürlich was einfallen lassen, damit wir trotzdem unsere Spirit Pot Still, die eben hinter Glas liegt, sehen können, auch die Technik, die sich dahinter verbirgt und auch den Spirit Safe. All das ist hinter Glas, es ist verriegelt. Auch selbst die Leisten des Glases sind mit den Imbusschrauben jeweils mit kleinen Kügelchen gesichert, sodass wir nicht mit dem Imbusschlüssel die irgendwo rausschrauben können, die Gläser entfernen können, die Scheiben, und dann irgendwo eindringen können und das Alkohol abhanden kommt. Auch unsere Intermediate Receiver, die Zwischenlagerbehälter, wo der Rohbrand drin lagert oder auch der Vor- und Nachlauf, auch die stehen im Verschlussraum, im unteren Teil, unterhalb der Stills. Auch da kommt man nur über eine Tür, die mit Plomben quasi gesichert ist, hinein. Wir haben ein altes Schloss an der oberen Tür hängen. Das ist wirklich ein uraltes Patent, wo ein Bartschlüssel passt. Und es gibt verschiedene Schlüssel. Und je nachdem, mit welchem Art von Schlüssel und mit welchem Bartschlüssel dieses Schloss geöffnet wurde, kann es auch nur wieder mit diesem Schlüssel verschlossen werden. Also auch ein tolles Patent. Hintergrund, warum man so eine Destillation verschließt, ist, dass eben kein Alkohol, kein hochprozentiger Alkohol in Umlauf gelangt, ohne dass der gemessen wurde. So ist es eben so, dass das, was in der Spirit Pot Still destilliert wird, als Herzstück, eine Rohrleitung dann rausläuft zur Alkoholmessuhr. Der Weg zur Alkoholmessuhr ist doppelwandig nochmal verblombt. Die Rohre sind also nochmal doppelwandig ummantelt. Auch diese Doppelwand ist verblombt, sodass man die nicht anbohren kann, diese Rohrleitung. Und die Alkoholmessuhr an sich hat ein Gehäuse, das auch verblombt ist. Und dann in dieser Alkoholmessuhr ist der Alkohol, den wir produzieren, gemessen. Und danach ist er für uns im freien Umlauf, im Herstellungsprozess. Und dann können wir damit Fässer füllen und so weiter. Das muss dann weiter dokumentiert werden. Aber das ist quasi dann die amtlich festgestellte Menge an Alkohol, die wir produzieren und die dann in die Bücher übergeht.